In diesem Video möchte ich euch nur schnell die zwei kleinen Neuerungen des neuesten Sims 4 Update für euch zusammenfassen, sowie euch die Weltenkarte von Batuu zeigen. In einem gestrigen Update wurden zwei kleine neue Features hinzugefügt, von denen sich eine schon direkt im Baumodus auffinden lässt. Hier ist es ab sofort möglich, zwei Fenster oder mehr direkt übereinander zu platzieren, was vorher im Spiel nicht möglich war. Mal schauen, was die Community Kreatives damit anstellt. Zusätzlich ist es jetzt möglich, Hochzeiten auch in den Urlaubswelten von The Sims 4 zu feiern. Kommen wir jetzt aber zur Weltenkarte von Batuu aus dem Star Wars Gameplay Pack, welche von einigen Gamechangern geteilt wurde. Hier kann man sehen, dass die neue Welt aus insgesamt drei Regionen und... Warte mal, stopp, okay, Musik kurz aus. In dieser Region sind keine drei, zwei oder nur ein, sondern kein einziges neues Grundstück vorhanden. Wenn man in Batuu also eine eigene Hütte erstellen will, wird das leider unmöglich und laut dem Anspielbericht von meinem Kollegen von simtimes.de lässt sich nur die neue Bar auch wirklich betreten. Auch wenn wir das Pack natürlich bisher noch nicht spielen konnten, klingt das wirklich traurig und ich habe etwas Angst, dass sich das Pack damit noch mehr vom normalen Alltags-Gameplay entfernen wird. Eine Welt mit keinem neuen Grundstück gab es wirklich noch nie in The Sims 4. Wird es irgendwann ein Pack geben, mit dem noch Grundstücke aus dem Spiel entfernt werden? Was denkt ihr über die neue Welt? Stört ihr euch ebenfalls so stark an dem Fehlen der Grundstücke? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.